Heute stehen drei A's im Vordergrund des Handels, aber das eigentliche Thema ist ein Z, meine Damen und Herren. Gemeint sind die Zinsen und mit den drei A's Apple, Amazon und die US-Arbeitsmarktdaten, wobei letztere ja mit den Zinsen durchaus zu tun haben. Denn die Frage ist, wenn die Arbeitsmarktdaten heute sehr stark ausfallen, wie stark wird das die Fed unter Druck bringen, vielleicht im September doch die Zinsen anzuheben? Die Wahrscheinlichkeit, die Fed Fund Futures preisen für eine Zinsanhebung im September, liegt derzeit nur bei 18%, 82% Wahrscheinlichkeit, dass dem nicht passiert, dass also die Fed im September die Füße stillhält. Aber wir bekommen nächste Woche die Inflationsdaten, heute die Arbeitsmarktdaten und bekommen dann bis zur Fed-Sitzung, die glaube ich am 26. September ist, oder kann mich da täuschen, auf jeden Fall bekommen wir dann nochmal Arbeitsmarktdaten und nochmal Inflationsdaten. Also das wird dann ein etwas längerer Prozess, bei dem sich herausstellt, wie geht es denn jetzt in der Zinspolitik weiter. Wir sehen aber, dass die Renditen ansteigen. Das ist das dominante Thema derzeit. Die Risikoprämien für US-Staatsanleihen steigen seit der Ratingagentur, seit der Abstufung durch die Ratingagentur Fitch der US-Bonität. Und die Kommentare, das würde doch alles gar keine Rolle spielen, das sei lächerlich etc., die haben sich jetzt schon als falsch herausgestellt, weil sie an den Märkten eine Rolle spielen. Warum? Weil sie ein Schlaglicht auf einen Zusammenhang werfen, der immer klarer wird. Und diese Zusammenhänge wollen wir uns anschauen. Starten erstmal mit den Zahlen gestern von Apple und Amazon. Apple, naja, das ist schon eigentlich ein ziemliches Desaster, was wir da sehen. Vor allem für eine Aktie, die permanent nach oben gegangen ist. iPhone-Verkäufe, Rückgang von 47 auf 39,7 Milliarden Dollar. Mac und iPad ebenfalls. Das Einzige, was gestiegen ist, sind diese Dienstleistungsumsätze von 19,6 auf 21,2. Und dann wird das auch in dem Statement von Apple gefeiert und man breitet den Mantel des Schweigens über die unschönen, harten Fakten, sondern beruft sich eben hier auf den Anstieg dieser Dienstleistungsumsätze. All-Time Revenue Record in Services. Und dann spricht man von robusten iPhone-Verkäufen. Das ist so ein bisschen, naja, also man versucht hier den Eindruck so ein bisschen zu erzeugen, als sei das doch alles wunderbar. Die Aktie nachbörslich nur 2% im Minus. Das hat mich ein bisschen verwundert. Schauen wir uns hier mal die Revenues an, also die Umsätze von Apple. Und da sehen wir, die sind rückläufig. Klar, das Quartal, das vierte Quartal ist immer sehr stark, Weihnachtsgeschäfte, da kann man Apple keinen Vorwurf machen, dass es dann runtergeht. Aber wenn wir das Quartal mal mit den Vorjahresquartalen vergleichen, also praktisch das zweite Quartal diesen Jahres mit dem zweiten Quartal 22, dann sehen wir rückläufige Umsätze. Wir sehen also, dass das Geschäft von Apple bestenfalls stagniert, eigentlich sogar rückläufig ist. Und wir haben eine Aktie gesehen, die dennoch deutlich gestiegen ist. Man hat im Prinzip den Ausblick gesenkt seitens Apples. Und das ist schon echt der Hammer. Hier sehen wir mal alles rückläufig bis auf Dienstleistungen. Und die Aktie, was hat die gemacht? Die ist wie an einem Strich nach oben gelaufen, hat aber jetzt bereits den Aufwärtstrend seit Jahresbeginn gebrochen. Mal sehen, wie es da weitergeht. Also das war wirklich etwas, das zeigt, dass Apple fundamental überbewertet ist. Es ist keine Wachstumsstory. Tim Cook hat deswegen gestern viel AI-Blabla gemacht, also künstliche Intelligenz-Blabla. Mal sehen, wie heute die Aktie reagiert, ob die schwachen Zahlen von Apple oder die deutlich besseren Zahlen von Amazon heute das Übergewicht haben. Die Aktie gestern nachbörslich über 8% gestiegen. Wir sehen, dass die Profit Margins wieder nach oben gehen. Das ist erfreulich. Ich mache das hier mal ein bisschen weiter runter, meine Damen und Herren, dass Sie das vielleicht sehen können und ich meine Schulter hier wegbewege. Also hier die Profit Margins sind gestiegen. In allem letztendlich besser als erwartet. Aber da ist natürlich auch ein bisschen Financial Engineering mit dabei, denn man hat permanent die Gewinn pro Aktie Schätzungen nach unten genommen seit Jahresbeginn für dieses Quartal. Und jetzt hat man dann deutlich geschlagen. Und hier sehen wir mal oben Earnings per Share, also das, was Amazon wirklich an Gewinn pro Aktie erzielt. Das ist wieder positiv, aber es ist jetzt nicht gerade so, dass das durch die Decke geht, wenn wir uns mal anschauen, wie die Dinge vorher waren.
Da hat Amazon 1 Dollar, 2 Dollar, über 3 Dollar pro Aktie verdient. Und in der Mitte, dieses Grüne, was Sie hier sehen, das ist Revenue Growth, also Umsatzwachstum. Und wir sehen auch, das flacht natürlich sehr stark ab. Ist auch irgendwo nachvollziehbar, wenn du immer mehr Umsatz machst, dann wird es natürlich schwieriger, prozentual deinen Umsatz nochmal so zu steigern, als wenn du, keine Ahnung, 1000 Dollar machst. Und wenn du dann 5000 Dollar machst, dann hast du 500%. Wenn du 100 Milliarden machst oder eine Billion, dann wird es schwierig, da drüber zu kommen mit einer solchen Prozentzahl. Ist schon klar, aber wir sehen, das ist hier auch jetzt nicht mehr diese ungebremste Wachstumsstory. Es geht weiter. Amazon hat vor allem im Cloud-Bereich sehr gut abgeschnitten. Das wird auf Kosten von anderen gehen, sicherlich. Und hier sehen wir, die Aktie ist auch deutlich schlechter gelaufen als die Apple-Aktie in den letzten Monaten, könnte man sagen. Also dementsprechend dürften wir hier eine Umkehrung sehen zwischen Amazon und Apple. Apple dürfte jetzt sein Zenit überschritten haben aus meiner Sicht, weil schlichtweg die fundamentale Story das nicht hergibt, während bei Amazon noch Fantasie drin ist. Jetzt ist Apple aber höher marktkapitalisiert, dementsprechend ein etwas größeres Schwergewicht noch als Amazon. Apple bisher lange nicht so unter Druck wie Amazon positiv. Was also wird sich durchsetzen heute an den Märkten? Das wird die Frage sein. Insgesamt sehen wir, dass der Nasdaq nach wie vor überkauft ist, denn wir sind nach wie vor ein oder mehr Standardabweichungen über dem 50-Tages-Durchschnitt und das seit 60 Handelstagen, einer der längsten Strecken in Börsen History. Und wir sehen, der Fear and Greed Index jetzt wieder bei 74, da waren wir sozusagen auf 68, sogar auf 66 runter, nachdem es ein bisschen gerumpelt hat nach der Abstufung durch Fitch. Jetzt sind wir wieder an der Schwelle zur Extreme Greed, zur extremen Gier, und heute dann jetzt die Arbeitsmarktdaten. Der Konsens liegt bei 200.000 Stellen, das erscheint ein bisschen konservativ. Wir haben ja durchaus sehr gute Erstanträge gesehen, wir haben einen starken ADP-Arbeitsmarktbericht gesehen am Mittwoch, und hier ist jetzt die Frage, was passiert mit den Daten, wenn die Zahl deutlich besser ist, sagen wir mal über 300.000 bei 200.000 Konsens, dann wird das die Fed durchaus unter Druck bringen, so sagte hier ein Analyst. Dann wäre die Fed weiter unter Zinsanhebungsdruck. Hier sehen wir nochmal der Arbeitsmarktbericht, 324.000 Stellen, deutlich besser. Allerdings war letztes Mal bei den letzten Arbeitsmarktdaten, es wird ja immer zwei Tage vor den Non-Farm Payrolls, die am Freitag kommen, wird am Mittwoch der ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Und auch da war der sehr optimistisch, der ADP-Arbeitsmarktbericht. Die offiziellen Zahlen haben das dann nicht ganz bestätigen können. Jetzt müssen wir eins sehen. Hier sehen wir nochmal die monatlichen Änderungen. Wir sind eigentlich in den letzten Monaten, Jahren nie unter 200.000 neuen Stellen gewesen. Jetzt sind diese offiziellen Zahlen sehr schwierig aus meiner Sicht. Erstens Burst Death Model. Da schätzen Statistiker, wie viele Firmen eingegangen sind, wie viele neue entstanden sind. Schätzen mal so, nehmen wir mal so viele. Also das ist ein relevanter, sehr relevanter Faktor für die Ermittlung der Zahl. Dann haben wir Seasonal Adjustments, saisonale Anpassungen, von denen keiner weiß, ja, wie macht ihr das genau? Welche Kriterien legt ihr an? Wie sind die begründet? Also das sind schwierige Zahlen, gar keine Frage. Die schauen wir uns hier nochmal an. Was wichtig ist und zuverlässig ist, das sind die durchschnittlichen Stundenlöhne. Das wird auch sehr wichtig. Hier erwartet man, dass die auf 0,30 abschwächen zum Vormonat und 4,2% zum Vorjahresmonat. Wir sehen aber, und das haben wir gestern beim ISM-Index gesehen, dass der Lohndruck offenkundig hoch bleibt für die Unternehmen. Und wenn wir jetzt mal zur Fed kommen, die ja auf diese Zahlen dann reagieren wird mit den Inflationsdaten noch und anderen, dann sehen wir hier die Bilanzsumme mit der Fed, 36,6 Milliarden Dollar wieder gesunken. Damit sind wir jetzt weit, weit unter den Niveaus, auf denen wir im März waren, als die Bankenkrise losging. Und Bankenkrise ist vielleicht das interessante Thema, denn wir sehen ja jetzt wieder das, was die Bankenkrise, Regionalbankenkrise in den USA ausgelöst hat, nämlich stark steigende Renditen. Damit sind die Banken sozusagen wieder in der Situation, dass ihre Buchverluste in den Depots immer größer werden, denn sie haben ja in Zeiten der Nullzinsen, als die Anleiherenditen auf Null waren,
massiv Anleihen gekauft, haben also zu sehr hohen Kursen gekauft. Jetzt fallen die Kurse, die Renditen steigen, das sind Buchverluste. Und das kann noch wieder ein lustiges Thema werden. Und Lisa Abramowitsch sagt, ja, dieser Anstieg der Renditen, der Risikoprämien für US-Staatsanleihen, das kann auch damit zusammenhängen, dass die Fed eben praktisch hier Anleihen auf den Markt wirft, respektive ihre Bilanzsumme schrumpft. Sie kauft keine neuen Anleihen mehr, verlängert sie nicht, sondern wenn die auslaufen, dann war es das auch. Dementsprechend sehen wir, dass wir bisher nur 800 Milliarden Dollar gefallen sind vom Peak. Da ist also noch viel Luft, um da einigermaßen eine Normalisierung zu erreichen, oder wäre Luft. Aber das, wie gesagt, könnte ein Faktor sein für die Renditen. Und wir sehen, dass der Trend in die Geldmarktfonds, auch das war ja ein Auslöser der Bankenkrise, weitergeht. 29 Milliarden Dollar Zuflüsse, jetzt sind wir bei 5,15 Billionen in diesen Geldmarktfonds. Vor allem Privatanleger, Privatkonten, Privatkunden haben in Geldmarktfonds verschoben, wie die Daten zeigen. Und hier nochmal dieser Anstieg der Renditen, der Kapitalmarktzinsen, Geld wird teurer, das ist der entscheidende Punkt. Aktuell sind wir, als ich jetzt hier das Video aufnehme, bei 4,184. Bei der 10-Jährigen, die 30-Jährige Anleiherendite ist 30 Basispunkte in den letzten 48 Stunden gestiegen. Das ist für den Anleihenmarkt eine fette, ziemlich fette Bewegung. Aussagen ja auch von Bill Ackman, der gesagt hat, also ich shorte das Ganze. Wahrscheinlich werden wir die 4,25% sehen. Das war das Hoch bei der letzten Rallye der Renditen. Das dürften wir einstellen. Und für die Aktienmärkte vielleicht relevant, wir erleben jetzt einen Prozess, dass also die Anleihemärkte auf die exzessive Verschuldung der beiden Regierungen reagieren. Man muss es so formulieren. Es ist wirtschaftspolitisch aus meiner Sicht ziemlich klug, was Biden macht. Aber dabei lässt er die Verschuldung aus dem Ruder laufen. Wirtschaftspolitisch klug eben, indem er faktisch dafür sorgt, dass ausländische Firmen sich ansiedeln, dort Arbeitsplätze entstehen, was aber wiederum den Lohndruck erhöht, was wiederum die Inflationsdynamiken erhöht. Also schwierige Geschichte letztendlich, aber wir sehen hier im Prinzip, und das bringt Hedgeye auf den Punkt, eine Art Kampf zwischen dem faktischen Stimulus der US-Regierung, die wahnsinnig viel Geld ausgibt, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite der Bilanzreduzierung der Fed, die versucht hier die Wirtschaft abzukühlen, um die Inflation nach unten zu bringen. Also sehen wir praktisch so eine Art Kampf der Kräfte zwischen Regierung und eben der Fed. Und wir sehen hier, wie schnell sich die Zinslast in den USA jetzt hier verdoppelt hat. Ja, fast eine Billion. Es wird immer mehr Geld rausgegeben oder immer mehr Geld aufgenommen, immer mehr Schulden aufgenommen, und die werden immer teurer, was diese Anleiherenditen nach oben getrieben hat. Das war eben auch die Mitteilung am Dienstag aus Washington, dass man deutlich mehr Volumen bei den Anleiheemissionen hier an praktisch ausgeben wird, also dass praktisch mehr Schulden aufgenommen werden über Anleihen. Und was super interessant ist, ist, dass wir eine deutliche Versteilung wieder der Zinskurve sehen. Wir haben ja extrem invertierte Zinskurven, das heißt, die Renditen der länger laufenden Anleihen lagen unter denen der kürzer laufenden Anleihen, was normalerweise keinen Sinn macht, weil mein Risiko ist ja höher, je länger ich jemand Geld leihe über die Zeit. Dementsprechend sind normalerweise, je länger ich jemand Geld leihe, die Zinsen dafür dann höher. Aber hier sehen wir, dass das Gegenteil der Fall war. Aber jetzt sehen wir eine Reinvertierung. Gestern um 10 Basispunkte, das sind mal eben 12,4%, eine 2,5 Standardabweichung, wie Jason Furman hier sagt. Und warum ist das? Hier sehen wir auch nochmal die 35-Jährige, die haben sich jetzt entinvertiert. Auch das ist sehr wichtig, denn wir sehen, dass diese Entinvertierung der Zinskurven dann ein wirklich unmittelbares Bevorstehen der Rezession ankündigt. Immer dann, wenn invertierte Zinskurven sich wieder reinvertieren, plumps, dann haben wir die Rezession, und es deutet darauf hin, dass die jetzt wirklich naht, aufgrund dieser Botschaft der Zinskurve, könnte man sagen. Und dafür spricht dann auch, was Maersk heute gesagt hat, größte Reederei in Welt, die gesagt haben, also Forecast for Global Trade ist nicht gut. Man hatte dort die Prognosen gesenkt. Hier links sehen wir mal die Containerraten.
die jetzt unter Corona-Niveau oder unter dem Vor-Corona-Niveau liegen. Also es ist billiger jetzt. Das zeigt, dass die Nachfrage nicht allzu groß ist. Das zeigt die inhärente Schwäche eben der Weltwirtschaft. Und diese Schwäche ist auch in Deutschland der Fall. Ich möchte Ihnen mal folgenden Artikel als erste Empfehlung geben, der so ein bisschen in Nordrhein-Westfalen, klar ist nur ein Bundesland, aber eben auch das bewohnerstärkste, wo man guckt, wie ist in welcher Branche, was ist da los, wie gut oder wie schlecht ist die Lage. Ich finde das einen hervorragenden Überblick über das, was in Deutschland eigentlich passiert, oder zumindest in Nordrhein-Westfalen, als Bild für Deutschland. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, naja, die Fed hat sie recht, wenn sie sagt, das sieht doch alles danach aus, dass wir ein Soft Landing bekommen mit einem Rückgang der Inflation. Also die Fed, die singt so ein bisschen das Lied der Aktienmärkte. Das widerspricht den Aussagen der Anleihemärkte diametral. Wer hat recht? Das ist die zweite Empfehlung. 14:30 bitte reinschauen bei Finanzmarktwelt, denn da kommen die Arbeitsmarktdaten. Das wird spannend. Da werde ich diese Daten kommentieren mit den Auswirkungen auf die Fed. Ich sage Servus, ciao.